Und willkommen zurück zu Let's Play Die Gilde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in unserer Tinkturei, wir haben jede Menge gemacht. Die ist jetzt mittlerweile ein Kräuterladen und hat noch nichts verkauft. Aber wir bauen hier aus bis zum Get-No, das ist sehr geil. Dann können wir auch jede Menge mischen und sobald wir die Augen haben, die Froschaugen und die Spinnenbeine und die Fledermausflügel, dann können wir anfangen, auch den Krötenschleim fertig zu machen und unsere Mitbewerber einfach mal krank zu machen. Das ist perfekt. Gut, dass die ganzen Leute hier gerade sehr viel machen. Du bist am Suchen. Du bist Lavendel am Suchen, Jasmin am Suchen, Jasmin am Suchen. Und wir gucken mal. Unser Karren müsste ja jetzt langsam mal ein bisschen was verkaufen, oder? Ach, weg damit, Mensch. Kümmern wir uns später drum. Wir brauchen jetzt erst einmal neuen Weingeist. Kaufen wir ganz viel. Mehr können wir nicht kaufen. Duft und Kraut, die Polituren kaufen wir auf. Wir kaufen Importe, wir kaufen den ganzen Moschus auf und ab nach Hause. Ja, ja. Ausdauertränke. Da mangelt es dran. Dann haben wir 13 Jasmin gefunden, 8 Krötenaugen. Sehr schön. Ab in den Keller. Und im Keller werden wir Was ist zu tun? Fledermausblut und Spinnenbeine sammeln. Meister? Sehr gelangweilt. Passt irgendwie zu der Stimmung. Hat so ein bisschen was Komisches. So, hier müsste wieder ganz viel produziert worden sein. Naja, nicht wirklich. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Oh, das ist aber traurig. Ich werde mich auch nicht weiter hochwählen lassen. Ich glaube, das hat im Moment sowieso keinen Sinn. Da es keine freien Ämter gibt. Gut, wollen wir mal noch ein bisschen was für unsere Fähigkeiten tun. Und wir werden auch jetzt bauen. Und zwar einen neuen Raum. Die Bibliothek für das Hinterzimmer, wollte ich gerade sagen, für die Rhetorik. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Dann haben wir Handwerkskunst, die wir jetzt gemacht haben. Die Schraubpresse ist da. Sehr schön. Wo sind wir hier? Ach, wir sind unten. Genau. Dann werden wir den Suderhitzer machen. Den hatten wir auch bei der Parfümerie. Hier können wir auch bald was Neues machen. Und die schwarze Katze ist auch bald da. Ach, es läuft, Leute, es läuft. Und wenn wir das nächste Mal etwas verkaufen, dann können wir uns vielleicht sogar etwas Größeres als den Kräuterladen leisten. Einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Chemikalienkasten. Da ist er. Sehr schön. 7 Fledermausblut und 7 Spinnenbeine sind da. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude. Schwarze Katze. Gut, damit ist das alles soweit fertig. Wir werden nachher noch ein bisschen was ausbauen, wenn wir im nächsten Jahr sind. Und in der Parfümerie können wir nichts mehr machen. Wir sind einfach durch. 18.600 haben wir an Warenverkäufe gehabt. Und noch 890 im Barvermögen übrig. Das ist eigentlich schon traurig, aber ja, wenn man sehr viel kauft und baut und macht und tut, kann das nun mal passieren. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch im Talent Handwerkskunst durch die Lektüre des Buchs Das Maß und die Kunst noch mehr perfektioniert. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Aha. Eine Erweiterung. Ja. Und so schnell kann man ihn abbrechen. Dann werden wir einmal reingucken hier. Wir haben ja jetzt die Bibliothek. Da gehen wir einfach mal rein. Und in der Bibliothek können wir unsere Rhetorik verbessern. Das machen wir auch. So, was können wir in der Bibliothek eigentlich noch machen? Wir können Drohbriefe verpassen und jemandem drohen. Und wir können jemanden per Pamphlet verunglimpfen. Genau das, was die anderen ja auch die ganze Zeit gemacht haben. 23 Lavendel. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Damit ist es fast wieder voll, das Regal. Und es kann weiter produziert werden. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Mach mal weiter Moschusdüfte. Ihr wünscht? Du machst auch Moschusdüfte. Und den Schattendolch wollten wir noch produzieren. 21 Lavendel, Stab des Edelmanns, hat seine Wirkung verloren. Es ist kein freies Amt frei, von daher ist mir das sowieso egal. Und wir gucken mal, Kräuterladen. Hier können wir bestimmt wieder ein bisschen was erweitern, der Destillierkolben, den wir auch in der Parfümerie haben. Und hier unten das Fliegenglas. Ist ganz schön teuer.
Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen was an Moschusdüften verkaufen. Die gerade bei 1800 sind. Schnell zum Markt. Wow, Wahnsinn. Ja, die heiligen Düfte, die bleiben erstmal da, bis die bei über 2000 sind und dann verkaufen wir sie erst. Nicht so wie beim letzten Mal, das tat mir ein bisschen weh in der Seele. Ihr könnt nunmehr neue Studien betreiben, um so einen höheren Meistergrad als Alchemist zu erlangen. Und schon getan. So, Bücher, Duft und Kraut, alles weg hier. Oh, das gibt satten Schotter. Das ist richtig gut. Daran haben wir uns jetzt gesund gestoßen. Und demnächst werden wir wieder ein bisschen mehr produzieren. Euer Termin fällt aus, da einer der Besitzer verhindert ist. Was? Hä? Ja, natürlich. Ich habe auch zu tun und trotzdem muss ich hin. So, Moschus müssen wir auch kaufen. Beschlag wollten wir diesmal mitnehmen. Wo finden wir Beschlag? Importe, nicht Rohstoffe. Nee, Holz und Eisen müsste das sein. Da ist es. Beschlag. Aber wir nehmen gleich ein bisschen mehr mit. So. Ziel. Unsere Parfümerie. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier auch noch ein bisschen was machen können. Ja, nicht erweitern. Erst einmal den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Brauchen mehr aus dem Keller. Teich. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Kräuterhändler. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Tinkturei und den Kräuterladen. Gezeichnet die Geheimgesellschaft des Heiligen Gral. Oh ja, ihr verdient wirklich Anerkennung. Ihr habt eure überzeugenden Fähigkeiten im Talent Rhetorik etwas steigern können. Lest und übt nur weiter, dann werdet ihr sicher bald eine entscheidende Verbesserung eurer Kenntnisse spüren. Wunderbar. Ihr seid aus dem Amt entlassen worden. Was? Man spielt euch übel mit. Steuereintreiber Josef Güldenstein hat euch heuer aus dem Amt ohne Amt entlassen. Was? Wir wurden entlassen. Wir waren verhindert. Soll das jetzt ein Witz sein? Wir haben so viel Geld damit gemacht. Ist doch doof. Wisst ihr was? Leckt mich. Ich brauche euch nicht. So, Beschlag. Dann 5 Moschus. Ab zum Markt. 6 Krötenaugen haben wir und 9 Fledermausblut. Wisst ihr, was ich noch mache? Ich kaufe einen Karren. Meinetwegen einen Zweierkarren, das reicht. Packe dort die heiligen Düfte rein und fahre die jetzt zum Markt und lasse die einfach so lange da. Ja, dann kann der andere noch weiter hin und her. Und alles andere läuft. So, wir haben wieder ein bisschen was an Ingredienzien bekommen. Das heißt, du musst jetzt mal Farbe mischen. Die haben wir bald nicht mehr. Genau. Wie auch immer. Du gehst dann los und holst Fledermausblut. Na, das ist mir egal. Und Spinnbeine. So, das haben wir auch. Dann werden wir unsere Rhetorik noch weiter steigern. Wie sieht's mit unserem Sohn aus? Wie geht's dem? Ganz gut soweit. Wir werden ihm bald Geld schenken. Da freue ich mich jetzt schon drauf. 5 Moschusduft verkaufen. Und Rohstoffe. Brauchen wir wieder ein bisschen was? Eigentlich nicht, oder? Die sind auch ziemlich teuer im Moment. Wie sieht's aus mit den... Oh, die Polituren sind teuer. Nee, nee, nee. Okay, nee, dann reicht das. Fahr mal nach Hause. Ihr seid der Meister. Genauso sehe ich das auch. Dann hier rein. Fliegenglas. Am liebsten würde ich das Fliegenglas haben. 15% mehr Produktivitätsboni. Können wir noch irgendwas bauen? Nee, aber gleich.
Hier ist nichts Neues dazu gekommen. Schade, Schokolade. Und die laufen jetzt. Also sind auch ein bisschen was wert. Die können wir dann verkaufen. 11 Ledermausblut. Brauchen wir noch mehr? Wir haben 27. Ich glaube erstmal nicht. Das heißt, du kannst mithelfen bei dem Krötenschleim. Na, ob das Sinn macht. Ja, und wie das Sinn macht, Fräulein. Hör auf. Ich hau dich. Hierfür brauchen wir auch Beschlag, ne? Ne, Holzzapfen. Holzzapfen haben wir nicht. Wollen wir auch nicht. So. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Du wirst jetzt Schattendolche produzieren. Oh, die sind gerade bei 2000. Schön. Kosten aber auch sehr viele Rohstoffe. Bald brauchen wir wieder Weingeist. Der wird bestimmt auch günstiger demnächst. 6 Spinnenbeine. Destillierkolben. Schnell dorthin. Da ist er. Gleich über dem Suderhitzer. Und wir können ein Geheimfach machen. Was macht das Geheimfach? 10% erhöhte Ausbeute von Kräutern. Machen wir. Und wisst ihr, was wir jetzt auch machen? Einfach nur, damit wir uns nicht um zwei Betriebe gleichzeitig kümmern müssen, denn das hier läuft ja. Das ist das, womit wir am meisten Geld verdienen. Wir werden jetzt erst einmal renovieren lassen. Dann werden wir rein und einen Meister suchen. Der Meister, der kommt an und sagt dann eben, was er... oder macht, was wir ihm sagen, dass er es zu tun hat. Ein Meister stellt sich in einem eurer Betriebe vor. So, Ilsegunde darf sich in den Betrieb einmischen. Nein, sie hält besser mal die Klappe. Nein, sie darf sich einmischen, sie darf machen, was sie will. Und wir sagen ihr auch, was sie herstellen soll. Sie soll keine Polituren herstellen. Keine davon, keine davon. Und auch... Hurra und euch alles Gute. Was ist das hier, Datagnan? Ihr habt eure Kenntnisse in Talentrhetorik durch die Lektüre des Buchs Rhetorik, Recht, die Rede Radebrecht ausgebaut. Eure Fähigkeit ist okay. Gut, sie soll davon gar nichts herstellen, sondern mehr das hier alles. Das habe ich ihr jetzt gesagt. Sie darf sogar Personal einstellen. Und sie darf Karren kaufen. Nein, darf sie nicht. Sie darf Erweiterung... Na doch, muss sie ja. Sie darf Erweiterungen vornehmen, ja, pf, meinetwegen, wir haben eh keine Erweiterungen mehr. Und sie darf ein Budget von 2500 verbrauchen. Später werde ich das erhöhen, sobald wir mehr Geld haben. Für 1155 Handgeld habt ihr heuer Meisterin der Düfte Ilsegunde in eurer Parfümerie Zwerges Glorienschein angestellt. Teuer, teurer Spaß, wirklich. Sind wir bald durch hier? Ja, jetzt können wir 6 AP aufwenden, um uns weiter in Rhetorik zu steigern. Okay, perfekt. Das Studium wird wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlt, wa? Dann ist er durch. Sonstige Ausgaben, Warenverkäufe 17.000. Wir haben noch 4.742. Wie kommt es, dass wir so viel Geld haben? Wir haben doch das alles bezahlt. Komisch. Aber egal. Ach doch, das Studium dauert noch an. 1500. Oh ja, ihr verdient wirklich Anerkennung. Ihr habt eure überzeugenden Fähigkeiten im Talent Rhetorik etwas steigern können. Ja. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Fechtmeister und Zollmeister sind frei. Die werden wir uns, darauf werden wir uns auf jeden Fall bewerben. Wir gucken mal. Kammer? Doof. Fechtmeister? Doof. Zollmeister? Wäre da, aber die beiden mögen uns nicht. Kammer. Kerkermeister. Kammer? Oh, nee. Also, machen wir Zollmeister. Und dann werden die beiden uns wählen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Und zwar werden wir ein Knochenarmband kaufen. Wir kaufen eine Silberkette. Den Stab des Edelmanns. Und... Gedichte haben sie zurzeit nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Silberkette benutzen. Stab des Edelmanns benutzen. Knochenarmband benutzen. Für ihn hier. Und, wie sieht's aus? Wenn die uns nicht lieben, dann weiß ich auch nicht. Das Geheimfach ist fertig. Und alles andere ist wunderbar. Sehr schön.
Parfümerie ist fertig. Das muss auch langsam mal wieder renoviert werden. Ist teuer alles, ist im Moment sehr teuer. Aber wir kümmern uns jetzt nur noch um unsere Tinkturei. Beziehungsweise unseren Kräuterladen. Alles andere da hinten läuft weiter. So, im Teich ist alles noch super, ist alles noch frisch. Die Kröten, die Quaken. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Gräfin. Oh, hat's aber ganz schön viel Geld gemacht. Wollen wir mal gucken, wie viel Geld wir jetzt im Moment haben? Denn wir haben ja ein neues Gebäude und das sogar aufgewertet. 68.000 Pfundpfennige ist unser Wert. Und wir haben richtig gute Handwerkskunst, wir haben tolle Rhetorik. Sieht klasse aus. Ja, Frau Schrumpel hat immer noch 20.000 Goldstücke nur. Was ist sie? Kunsttischlerin. Es kann sein. Und sie ist sogar als Gildenmeisterin der Tischler eingesetzt. Es kann sein, dass wenn sie verstirbt, dass wir sogar einen Tischlerbetrieb kriegen. Das wäre ja optimal. Da ist sie, unsere Frau, inmitten der ganzen komischen Leute. Und wir haben Geld gekriegt, das ist auch gut. Und das ist ein toller Nebeneffekt, man muss sich wirklich um gar nichts mehr kümmern, was drüben das Ganze angeht. Und den hier würde ich gerne aufkaufen. 10.000 ist der Kräuterladen wert. Vielleicht, wenn er so bei 15 oder 20.000 ist, unser Geld, dann können wir den hier aufkaufen, dann ist das gar kein Problem mehr. Erst einmal zurück. Gibt es Arbeit? Bestimmt, bestimmt. Ich muss erst mal sehen, dass wir noch jemanden eingestellt kriegen. Nö. Mal gucken. Eigentlich müssten wir in der Parfümerie doch auch 5 Leute jetzt mittlerweile beschäftigen können. Was ist zu tun? Gar nichts, Mensch. Ich will ans Personalbuch. Nee. Okay. Man fährt immer so mit. Jeder Arbeiter kriegt jetzt eine Prämie, weil ein schöner Tag ist und weil ihr so gut gearbeitet habt jahrelang. Und hier zahlen wir heute auch eine Prämie. Eure erste. Und ihr habt sogar schon 4 Lehrlingsjahre hinter euch. Befördern, jo. Befördern, jo. Befördern. Gibt jede Menge Möglichkeiten wieder. Lohnkosten sind teuer. Uiuiuiui. Du hast nichts zu tun, du gehst los und holst Jasmin. Genau, die anderen machen noch. Alles ist wunderbar. 3 Krötenschleim haben wir, Ausdauertränke haben wir. Haben wir jetzt mittlerweile einen Karren? Ja, haben wir auch. Da werden wir auf jeden Fall den Krötenschleim reinpacken. Und der Karren, den ich hierher geschickt habe, der ist schon wieder weg. Den hat sich wahrscheinlich mein komischer Meister geschnappt. Und er produziert ordentlich Moschus. Ja, sehr gut. Wildrosen muss er bloß mal wiederholen. Ja, der fängt dann auch an, so kleine Dinge, die man nicht mehr braucht, wie Eisen und so, zu verkaufen. Das ist auch gut so. Wir können noch an der Produktivität arbeiten und an der erhöhten Ausbeute von Kräutern. Und das werden wir auch tun. Und wir werden dem anderen übrigens noch ein höheres Budget zuteilen. Ganz wichtig. Dein Budget wird erweitert auf 4.500. Ja, er darf jetzt 4.500 aus unserem privaten Geld benutzen, um eben Waren einzukaufen und die Karren zu bezahlen und so weiter und so fort. Lagerplatz. Im Rohstofflager können wir immer noch ausbauen. Wahnsinn. Sehr schön. Gucken wir nochmal in den Keller. Das Fliegenglas, das baue ich jetzt einfach mal. Der andere wird schon dafür sorgen, dass wir wieder Geld reinkriegen. Ab ins Labor. Hier können wir nichts mehr bauen. Durch das Fliegenglas kriegen wir die höhere Produktivität und die erhöhte Ausbeute. Wodurch kriegen wir die? War im Keller noch irgendwas? Ja, kommt dann aber. Und dann werden wir im nächsten Jahr bestimmt wieder gewählt, um in eines der höheren Ämter zu gehen. 14 AP haben wir noch übrig. Dann werden wir noch ein bisschen was machen. An unserem Talent Rhetorik arbeiten, damit die Leute uns wieder mehr lieben. Was macht das? Bei Sitzungen und Duellen vor Gericht, Anschwärzen, Pamphlete und Predigten. Da ist Rhetorik wichtig. Das heißt, wenn unser Sohn irgendwann richtig gut ist in Rhetorik, dann werden wir ihn als Prediger einsetzen
und manche Leute schlecht machen. Und das hilft, sag ich euch, das hilft. Und wir haben wieder 8000 Pfund Pfennige. Unser Meister kümmert sich in der Parfümerie. Und demnächst können wir andere Parfümerien bzw. kleine Läden aufkaufen und auch die Kräuterläden. Da freue ich mich sehr drauf. Der Ausbau des Lagers ist abgeschlossen. Ah, hier passen noch zwei Dinge hin. Was brauchen wir denn noch? Eisen und genau, Brennholz, ne? Holzzapfen, ja. Och, die sind kaum noch was wert hier. Krötenschleim und Ausdauertränke. Na komm, verkaufen wir ein bisschen was. Das packen wir da rein. Die kommen auch mit. Auf geht's zum Markt. Ist ein ziemlich weiter Weg. Viel Spaß. Hörte sich eher an wie eine verstümmelte Hummel, aber... Wie dem auch sei, wir haben es fast geschafft. Oh, 11.000 Pfund, Pfennige. Es wird immer mehr. Pass auf. Machen wir ihm... Nee, wir machen ihm noch kein Kaufangebot. Ich glaube, der erweitert das jetzt auch gerade. Den Kräuterladen zu einer... Zu einem... Hatte der vorher schon einen Kräuterladen? Hatte der nicht eben noch eine Tinkturei? Müsste ja gleich fertig gebaut sein. Tatsache, er hat es aufgewertet. Nee, werdet ihr von Denunziant Elsa Schlotterbeck beleidigt? Ihr seid ein Fall für die Heilige Inquisition. Wollt ihr von Elsa für die Unverschämtheit Satisfaktion fordern? Keine Gewalt. Ich will hier nicht kämpfen, noch nicht. Später, wenn wir im Kampf ein bisschen mehr haben, dann ja. Ausdauertränke, wie viel sind sie wert? Nicht viel, lassen wir erstmal drin. Krötenschleim ist auch nichts wert, lassen wir auch erstmal drin. Oh, 21.000 Pfund Pfennige. Oh ja. Ihr verdient wirklich Anerkennung. Ihr habt eure überzeugenden Fähigkeiten im Talent Rhetorik etwas steigern können. Lest und übt nur weiter, dann werdet ihr sicher bald eine entscheidende Verbesserung eurer Kenntnisse spüren. Ich habe das Budget jetzt richtig hochgesetzt, denn die hat uns doch tatsächlich gerade fast 22.000 Pfund Pfennige gemacht. Ist das geil? Oh, Hammer. Hammer. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt erstmal sanieren. So, dann sanieren wir auch unsere Tinkturei, unseren Kräuterladen. Und gucken mal, vielleicht können wir irgendwo ein anderes Gebäude aufkaufen. Aber vielleicht machen wir das auch erst im nächsten Jahr. Wir müssen ja immerhin noch die Umsatzsteuer zahlen. Ja. Und dann können wir uns auch wieder anderen Dingen widmen. Jetzt widmen wir uns nämlich... dem Aufkaufen unserer Konkurrenten. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. 21.000 Warenverkäufe. Geil, geil, geil. Umsatzsteuer aber trotzdem ziemlich viel. Und wir haben noch 14.000 übrig. Das ist super, das ist in Ordnung. Wir können uns jede Menge leisten. Im Stadtrat ist der Antrag auf Amtsenthebung eines Mitglieds gestellt worden. Gut, damit haben wir nichts zu tun. Ich enthalte mich der Stimme. Räumt den Sessel leer. Währenddessen kann man Kaffee trinken, SMSs lesen, das ist praktisch. Niemals! Räumt den Sessel leer! Es ist aus! Absetzen! Absetzen! Damit ist die Absetzung beschlossene Sache. Jep, der ist weg und wir... Der Stadtrat befindet jetzt so über die Neubesetzung dieses Amtsposten. ...müssen jetzt durch die Kämmererin gewählt werden. Haben sich für dieses Amt beworben. Und wir werden gewählt und das ist toll. Die Wahl ist entschieden. Sehr schön. Auf dem großen Reichstag zu Nürnberg wird zu einem neuerlichen Kreuzzug gegen die hussitischen Ketzer aufgerufen. Das Nürnberger Kontingent nimmt daraufhin in Waldmünchen Stellung. Was ist denn Waldmünchen? Bitte, liebe bayerische Fans, sagt mir, was Waldmünchen ist. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Wurde mit sofortiger Wirkung des Amtes als Gildenmeisterin der Steinmetze enthoben. Schlotterbeck wurde eingesetzt. Richter ist frei. Und ein Fliegenglas gibt's auch. So, wir werden jetzt also unseren Posten als Richter beziehen.
und beenden dann den Part, denn wir wollen ja die nächsten Parts auch noch sehen. Bis nachher!